Ja, hallo Leute, da draußen, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17. Wir sind zurück auf das Sosnowska und mit mir heute im Start wieder der Anno Moin Moin. und der Banause. Hallo Banause. Guten Tag. Und wer sich jetzt vielleicht wundert, es gab ein kleiner Orkan hier auf der Map, der ein paar Bäume hier entwurzelt hat. Aha. Nennen wir es einfach mal so. Godzilla ist hier durch den Wald getrampelt. Da könnte man sagen, ihr setzt rein Stück Chaos hier. Also, Das eigentlich gibt war das ein privater Spaß von uns dreien am Ende der letzten Folge. Wir gingen nur nicht davon aus, dass der Schwarmbräu tatsächlich auf Speichern drückt. Ich hab nicht gespeichert, das war Ja. Autospeichern. Hallo, das war Autospeichern. Das macht's nicht besser. Ich lasse euch mal allein im Wald. Ja, das war klar. Nee, ich muss das erst zählen. Das fällt voll an der Mark. Ich weiß im Wald, ist mir egal. Nochmal das Feld noch schnell fünf Anzeiger. Immer so ein Stress. Ja, wir haben also 3, 4, 5 Sachen mal ein bisschen austestet noch am Ende vom letzten Mal aufnehmen. Wie gesagt, dass das Autospeichern aktiviert ist. Haben wir? Was? Wann ausgetestet? Ja, man, ob man zum Beispiel Baum auf halber Höhe absägen kann oder so. Ach so, ja. Was man für Blödsinn mit Bäumen machen kann, dann haben wir gemacht. Genau. Das haben wir ausprobiert. Aber nicht bedacht, dass Autospeicher, wie gesagt, aktiviert ist und das ganze Ding dann ein Chaos hinterlässt fürs nächste Mal. Haben wir das erlaubt? Nächstes Mal wissen wir es. Autospeicher deaktiviere. Richtig. Was sind so Sachen? 15er gab es das, glaube ich, noch nicht. Ich weiß es gar nicht genau. Korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Oder ich habe es da einfach deaktiviert gehabt. Das kann nicht auch sein. Wobei das Autospeichern von der Sache her natürlich gar nicht so schlecht ist, wenn es alle 5 Minuten speichert, einfach weil, wenn ein Absturz oder sowas wäre, dann muss ich nicht nur um 17 und 15er schon gehen, dass ich noch 4 Folgen nachspielen musste oder sowas. Das wäre natürlich cool, wenn wir einen zweiten hätten. Traktor. Der dann ja, kann. Wir haben doch diesen uralten wieder. Ja, aber kann der einen Frontlader nehmen? Nein, er hat keine Konsole drin. Ja, siehst du? Und wir haben auch keinen Frontlader mehr. Ja, deswegen sag ich das ja. Aber das wäre halt cool, wenn man einen zweiten hätte. Ja, jetzt ganz kurz, ich bin jetzt mit dem Großen noch schon voll mit am Anzeiger. Der hat eine Frontladerkonsole dran. Du hast jetzt aber einen Anhänger gekauft, das habe ich richtig verstanden. Eben, ja. Hier bis noch zwei Bahnen mit dem, ja. Dann hole ich einen Frontlader und dann komme ich mit dem Wald. Herkules. Und aber mit welchem Traktor haben wir denn den Anhänger gezogen? Mit dem hier? Ja. Okay. Weil wir den Großen gebraucht haben für Moment, Zähmaschine. Moment, komm zurück. Was? Nicht zurück? Ja, du musst den Dolly mitnehmen. Oh. Sonst kannst du den Anhänger nicht mitnehmen. Ansonsten setzt schon halt einfach kurz zurück den Dolly. Ja, stimmt, ich kann ja auch. Ah, ich kann noch mitnehmen. Ist gerade hier. Bin ja gerade da. Also. Ich weiß nicht, so weit zum Händler ist es jetzt ja auch nicht. Sei einmal die Straße runter. Ja, es geht darum, ob du den überhaupt rausbringst aus dem Chaos. Ja doch, der steht ja hier frei. Sollte eigentlich gehen. Ich bin jetzt gleich fertig, ich fahre gerade die letzte Bahn noch mit dem Anseher. Dann können wir mit dem Großen auch in den Wald. Und nur einen Frontlader kaufen nochmal. Ich hoffe, das Geld reicht noch, was wir haben. Guck mal. Was? 5.000 kostet ein Frontlader? Ja, 8.000. Nur 8.000, ja. Was haben wir? 1.200 Euro. Und die... Ich hab's schon gekauft. Ja, und die Poltergabe kostet 8.000. Was? Sehr schön. Alle Felder angesetzt sind mittlerweile. Ja, und gedüngt. Na, Feld 20 muss ich natürlich. Objekt zu schwer. Aber wenn von euch jemand will, dann kann man einen großen Traktor schon abholen. Ja, dann komm ich. Also, ich lass mir die Sämaschine noch schnell unterstellen dann. Ich wusste nicht, dass ihr so schnell reagiert. Ich bin nicht gewinnen, wenn ich was sage, dass jemand reagiert.
Warte doch schon auf den blöden Traktor. Braucht nur jemand, der diesen Hänger daraus bezieht. Also rückwärts fahren wird echt nicht mein Spiel werden hier drinnen. Ich komm. Okay, raus, kann so. Ich schon rein. Hole. Ich geh mal kurz zum. Ah ja. War da vorwärts raus? Da steht der Anhänger. Ja, erstmal rückwärts in die Halle reinkommen, sonst kommt sie auch nicht rein, ne? Ach, mit dem Einachs-Dolli kann ich ja wohl rückwärts fahren, das ist ja wohl nicht schwer. Beobachte das Ganze hier gerade, scheint tatsächlich nicht wert zu sein. Gut. Das weiß ich nicht. So, bitte schön. Danke. Wo war denn der Kacke hin? So haben wir hier eigentlich eine Gabel gekauft. Na, für einen zweiten Frontlader. Haben wir einen zweiten Traktor mit so einem zweiten Gestell vorne weg? Ja, der große habe ich doch jetzt gerade gesagt. Achso. Wieder räumen wir hier einfach jemanden zu. Okay. Ich hätte jetzt tot umfallen müssen gerade. Blicke von meiner Frau hätte jetzt echt tot umfallen müssen gerade. Seid ihr noch da? Ja. Ich komme jetzt auch gleich in den Wald. Brauchen wir noch einen dritten Traktor? Nee, oder? Nee. Nee. Oft Sachen zu kaufen. Nee, ich kaufe nichts mehr. Ich hätte im Juli kommen. Deswegen frage ich. Das alte Teil, das kannst du ja. Gibt's hier ein Museum, wo wir das spenden können? Hallo? Ja, fühlt sich jetzt weg, zumindest mit dem Düngestreuer. Also. Zum Abfahrer am Hof, wenn die anderen im Wald sind, ist das auch okay. Und für die Hofarbeit ist eigentlich relativ gut. Ja. Aber es ist schon gerade zweite Aufnahmesession dabei und fängt schon an, unser Sachverkaufer zu verschenken. Sachverschenke hier, unglaublich. Doch zeige ich, wie der ist, nehme den sowieso kein Museum. Deswegen haben wir doch einen Hochflug rein hier. Aber niemand, der ihn bedienen kann. Ruhig. Kann mich mal jemand kurz in den Traktor reinspringen lassen, bitte? Ich bin noch nicht im Wald. Ich lag gerade ein, aber warte, jetzt kannst du rein. Okay. Ich hole gerade den Frontlader. Eben. Na, sehr geht noch ein paar Bäume, hm? Du kannst mal die du umgesägt hast, schon mal zerhackstückeln, dass wir die auch reinkriegen. So. Wie schneller ist das Auto? Wie schneller? Ja, sicher. So, dann wollen wir mal ein bisschen was tun hier. Ja. Schaffe Bäume eine Fälle, wa? Also, wenn man so einen Sturm alles anrichten kann, du. Die Bombe. So ein Sturm, ja. Warum liegen die Baumstämme hier auf der Straße? Da sagt er nichts mehr. Mhm. Nee, was soll ich sagen? Du schießt doch die ganze Zeit auf den Orkan. Naja, man kann doch auch ein bisschen Rollenspiel mit reinbringen hier. Könnte ja sein, dass ein Orkan war. Also ne, eigentlich geht das nur bei Spielen, wo es sowas auch gibt. Der berühmte Schwabokan, ja? Ja, genau. War das nicht ein Torhüter?
Da war der mit den Bananen. Banane. Als bei uns im Wald so ausgesehen hat, noch am Alkohol Lothar, wann war das 2000 oder sowas? 98. Als bei uns im Wald auch so ausgesehen, da hat es nur eine Möglichkeit gegeben, mittel im Großen, in der größten Haube drin ein Feuer abbrennen. Ja, ich kenne da auch noch so, da war auch, das ist noch gar nicht so lange her, da war auch ein ziemlich starker Orkan hier. Ja, der Wipke war dann auch noch, glaube ich. War der davor? Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war. Da waren auch viele Bäume hier. Umgeklappt. Der Baumstamm liegt da wieder so was von geil. Ja. Nur lass den Frontlader ab, dann kommt drüber. Aber wenn Gewicht hinter dran, dann geht's besser. Ja, ich wollte es ja gerade holen, aber ich kam da nicht so richtig ran ohne Gewackel, deswegen. Ich lade den jetzt noch eben ab. Wir hoffen nur, dass er. Kleiner Profit hier am Rande. Okay, ich lade ihn nicht ab. Wieso machst du eigentlich so Ultraspeed? Unsere Felderreife werden mir Geld einnehmen. Ja, aber das Geld verlieren wir ja durch die ganze Zeit, die rausgeht für den Unterhalt der Fahrzeuge. Gehen wir so oder so. Ne, wenn wir Normalzeit spielen, dann haben wir ganz entspannt Zeit hier alles beladen und machen noch mit beidem Geld. Sonst kann man trotzdem. Aber mit der Ernte verdienen wir wesentlich mehr wie mit dem Holz. Jetzt schwabbeln wir nur wieder am Feld, da hat keinen Bock am Wald. Ja, aber das ist sinnfrei, da machen wir hier 3 Folgen Wald nur die Fahrzeuge uns zu unterhalten und dann. Na ja, klar. Lass den Chef machen. Ach Gott, er ist noch ein Chef. Wer sagt das? Der kriegt das Geld. Das ist das Schlimme von, ne? Der Schwabe, der das Geld raushaut wie sonst was hier, oh mein. Kriegen alles Geld. Ja, du hast aber ich hab null und jedes Mal, wenn ich da oben ein paar Taler hab, dann klaust du sie mir. Ja, ich hab auch bloß 1000 Euro. Wollte ich gerade sagen, der Schwabe hat die Macht über unser Konto, der kann sich das Geld noch holen. Der beste Arbeitgeber der Welt hier, ja. Boah. Was kannst du? Kann ich sogar den Urlaub streichen. Ja, hier siehst du, da Nachtschicht schon, ey. Ja. Würde ich schon schieben den ganzen Tag. Aber bei dem Lohn, was ihr von mir kriegt, also bitte. Andere schlagen sich darum, dass sie mitspielen dürfen und ihr werdet sogar noch Geld dafür. Unglaublich, was hier alles einreißt. Ja, aber überleg doch mal, wenn du in normaler Geschwindigkeit hier das Holz fällen und verkaufen würdest, würdest du Geld machen, jetzt keine Unterhaltskosten in der ganzen Zeit für die Fahrzeuge, weil kein Tag vergeht. Ja, aber es wäre doch viel zu langweilig. Was ist denn daran langweilig? Wir müssen arbeiten hier, ob wir jetzt auf dem Feld mähen oder und hier ich Bäume stehe da fahren. Mit der Zunge im Maul und haben nichts zu tun. Ja, du kannst aber quatschen, die Zuschauer unterhalten. Ich wollte gerade sagen, also irgendwas ist doch immer hier. Ja, aber irgendwas ist immer am Eck, ja. Mein Gott. Ja, mein Gott, ich habe mir jetzt mal die 5 Folgen angeguckt, die noch vor mir, bevor ich dazu gestoßen war, und ich habe mal halt einfach meine Gedanken dazu gemacht, dass man ja, da halt nicht so viel Geld rausnehmen hätte müssen. Im Prinzip hast du auch recht. Von der Sache her. Bloß wie gesagt, faktisch eben, dass wir eben mit den Feldern wesentlich mehr Geld verdienen wie mit dem Wald. Ja, nur wir verballern ja das Geld, was wir jetzt hier in Highspeed durchrasen. Weil wir haben jetzt 3 Bäume eingeladen, der halbe Tag ist rum. Wir haben jetzt hier. Wie viel hat denn eben der Unterhalt gekostet, als es 0 Uhr wurde? Ein paar Mark. Da ist ein Euro-Symbol bei mir, also kann schon mal nicht stimmen. Sorry, aber ich bin norddeutscher Kaufmann, bei mir geht sowas einfach nicht. Rechne eben wirtschaftlicher. Na komm, ich kipp doch da raus. Da uns die Feldarbeit wesentlich mehr einbringt. Ich glaube, der Baum harzt. Jetzt endlich geht doch. Hast du es gesehen, Stubanaus?
Weißt du, was haben wir denn hier, oder? Keine Ahnung, der hing echt schwebend, obwohl die Gabel komplett nach unten gerichtet war, aber er kippte nicht raus. Ja, das hängt aber mit der Synchronisation zusammen. So, dann nehmen wir uns mal den. Ich sag mal, vom Prinzip her hast du natürlich recht, was du sagst, Anno. Das heißt, wie gesagt, du musst nicht auch so sehr. Es will auch jeder was zu tun haben. Ja, haben wir doch hier. Ob das jetzt ja, in Echtzeit läuft oder nicht. Ja, ihr zwei. Ja, du, wir können gerne tauschen, dann säge ich Bäume und du fährst Traktor. Es gibt doch nichts mehr zum Sägen, dann fahrst du durch. Ich sehe schon einen. Ja, da fällt man halt ein paar weitere Bäume. Hier ist ein Wald. Ja, aber nehmen wir lang, wenn wir so weitermachen. Nee, wollte ich gerade sagen, wir müssen doch irgendwann mal wieder neu anpflanzen. Komm, Leute, also wir haben hier eine Lichtung, also da kann man noch, oder? Ja, das geht, das sind noch viele Bäume. Genau, der Wald besteht aus einer Lichtung. Aber das Problem ist halt, die brauchen noch irgendwie 3-4 Tage, bis sie gewachsen sind. Ja, das eher, ist ja dann die Zeit, wo man dann quasi wieder auf dem Feld ist, weil das ist ja dann nachgewachsen. Das ist immer so ein Hin- und Her-Spiel. Ja, sicher, ist so. Naja. Ihr seid die Experten. Ja, ich gebe nur meine Kommentare dazu. Problem am Holz hast du wirklich, dass das länger, das dauert halt echt lang, bis das gewachsen ist. Und in der Zeit hast du locker, wie viele Felder hast du da gemacht? Locker 10 oder so, wenn nicht sogar mehr. Die gewachsen sind und alles. Abgeerntet und alles. In der Zeit. Problem ist halt, wenn ich Zeit nicht vorlaufen lasse, dann sind wir hier im Wald fertig und die Felder sind immer noch nicht weit, weißt du? Wie lange brauchen denn die Felder? Also 2 Ingame-Tage. Ah. 2 Tage Ingame. Okay. Geht zu links. 1,5 bis 2 Ingame-Tage. Und links hier auf der anderen Seite vom Wald liegen noch Bäume, glaube ich, die du zerschnippeln kannst, habe ich gerade gesehen. Ja, ich habe ja auch noch einen Bar, die hier rumliegt. So, also der ist zu lang. Weil jetzt habe ich den ganzen Tag vorlaufen lassen quasi. Wir sind jetzt gerade bei der dritten Wachstumsstufe von 5. Was die Bäume anbelangt. Ah, die Felder. Blöd ist halt, dass du für die Bäume nicht mehr so viel Geld kriegst. Ich wollte nämlich gerade sagen, im 15er hast du, wenn du so einen ganzen Baum verkauft hast, hast du schon mal 30.000 gekriegt. Und jetzt kriegst du halt noch, sagen wir, 1.300. Ja. Das ist halt schade. Naja, aber es ist ja auch realistisch irgendwo. Ja, gut, meinst du, du kriegst für den ganzen Baum kostet 1.300 Euro? Ich glaube nicht. Ah doch. Meinst du? Für den ganzen Baum? Ja. Was liegt denn hier für ein Stück Brennholz? Mal da oben hinlegen. Guck mal, der Festmeter Hartholz kostet fertig gespalten und gesägt, also heizfertig, 60 bis 80 Euro. Da kannst du mal sehen, weil unsere Bäume so wert sind. Gar nix. So meine ich ja. Warum liegt denn da, warum liegt denn da jetzt ein Baumstamm neben dem Anhänger? Ich krieg dir den nicht raufgeworfen, deswegen habe ich mir den da jetzt nebengelegt und pack den jetzt mit dem Traktor rein. Achso, die coolsten Stücke habe ich da oben mal hingelegt, die man mit der Hand transportieren kann. Achso, okay. Der ist oben auf den Stapel gelegt. Da könnt ihr echt auch nochmal einen kleinen Anhänger holen, ha? Theoretisch, ja, für die kleinen Stücke. Das Zeug aufladen, na. Aber okay, jetzt erst kaufen wir das noch, den Grün vom letzten Mal. Haben wir noch den Grün vom letzten Mal, wo du ihn so seitlich gekippt hast? Ja, der steht am Hof. Okay. Dann ist der Anno auch glücklich, wenn ich Zeug nicht mehr vorlaufen lasse. Juhu! Aber wie gesagt, früher oder später müssen wir Zeug vorlaufen lassen, weil die Felder nicht reif sind, bis wir fertig sind. Wenn ich normal Zeit laufen lasse, dann sind die Felder nicht fertig, bis mir 8 Folgen dann hast du, ich wollte gerade sagen, dann sind die 8 Folgen, da hast du gerade mal eine Stunde vorbei. Das ist ja falsch, das muss ich halt auch mit hier. Speed 5 oder so, oder? Aber nicht dieses Fast Forward, wo 2 Tage vergehen. Ich habe nicht Fast Forward laufen gehabt. Nein, ja, letztes Mal. Ich habe dir dann mal angeguckt, wie du da deine komischen Kniebeugeübungen da vor dem Feld gemacht hast. Hallo, das sieht sexy aus. Ja, das sah aus, als ob du da gerade einen Haufen legen willst. Hallo? Entschuldigung. Also wie immer. Könnte ich ja jetzt einfach hablos kicken, gell? Ja, aber nicht während der Aufnahme. Auch während der Aufnahme, das funktioniert bestimmt.
Ich sag schon nichts mehr. Wir spielen ja dann nächste Woche noch aus und zwei, vielleicht hat er noch machen. Dann, dass das Spiel einen Unterschied macht, ob ich mir aufnehme oder nicht. Whitelist und hier Blacklist, da kommt erstmal Schwabe drauf. Wow. Jo, kipp zurück. So, den Mauch schon mache ich noch, dann beende ich die Folge, weil die ist schon wieder durch. What? Ja. Oh, der Anhänger ist eigentlich fast voll, kann man sagen. Also ist nicht mehr viel. Na, ich hätte ja noch was Schweres, allerdings kann der Traktor trotz Gewichte nicht so wirklich. Ich glaube, den müsstest du einladen. Oder sägt noch einfach nochmal ab. Ja, dann bringt der ja weniger Geld, je kürzer das Ding ist. Der andere Traktor ist ja schwerer oder so größer. Aber gehen. Ja, der ist lang genug. Na, aber ich beende jetzt erstmal die Folge eben. Da würde ich wieder sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Guckt bei den beiden rum. Links, wie immer, in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.